Willkommen zu unserem Stadtrundgang durch Marburg. Wenn man einen schönen Überblick über die gesamte Stadt haben möchte, findet man ihn am besten am Aussichtsrestaurant des Spiegels Lustturms. Das Marburger Herz ist seit dem Elisabethjahr 2007 ein Wahrzeichen der Stadt und leuchtet in der Nacht weit sichtbar über die Region. Marburg erkundet man am besten von oben. Wir beginnen am Landgrafenschloss. Es wurde in spätkarolingischer Zeit von dem lokalen Adelsgeschlecht auf dem Plateau des heutigen Schlossbergs errichtet und bis in das 17. Jahrhundert sukzessive ausgebaut. Durch den Schlosshof kommt man in die Schlosskapelle, die in bunten Farben bemalt ist und im gotischen Stil errichtet wurde. In den Ausstellungsräumen des Schlosses ist ein kostbarer Teppich mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn zu besichtigen. Der Rittersaal ist der größte spätgotische Profanbau in Deutschland. Schloss hat man einen wunderbaren Blick über die ganze Stadt. Wenn man den Blick so schweifen lässt, fallen die Augen automatisch auf die lutherische Pfarrkirche in der Altstadt. Die lutherische Pfarrkirche wurde in 1297 geweiht und verfügt über vielfältige musikalische Möglichkeiten mit einer dreimanualigen Orgel und sie wird auch sehr gerne als Konzertkirche von kirchlichen und weltlichen Musikgruppen genutzt. Vom lutherischen Kirchhof aus hat man einen wunderschönen Überblick über die ganze Stadt mit seinen verwinkelten Gässchen. Und von dort gelangt man auch zum Marktplatz mit dem Rathaus, das in 1527 erbaut wurde. Ab den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden viele Gebäude der Altstadt runderneuert, sodass ein wunderbares Stadtbild erhalten geblieben ist. Durch die Marburger Oberstadt gelangt man zur Elisabethkirche. Sie wurde von 1235 bis 1283 über dem Grab der heiligen Elisabeth erbaut und wurde eine der bedeutendsten Wallfahrtsstätten des Abendlandes. Kunstgeschichtlich nimmt sie den Rang als früheste rein gotische Kirche östlich des Rheins ein. Im Seitenschiff beherbergt die Elisabethkirche die Grablege der hessischen Landgrafen. In einer Seitenkapelle ist der kostbare Schrein der heiligen Elisabeth zu bewundern. Hier im Chorraum der Elisabethkirche endet unser Stadtrundgang durch Marburg. Wir hoffen, dass er Ihnen gefallen hat und dass Sie uns bald im Marburger Land besuchen kommen. Bis dahin auf Wiedersehen.